Es ist mal wieder Mittwoch Challenge Time. Ihr fordert mich heraus und ich versuche euch zu schlagen. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und wenn ich so schnell spreche, dann wisst ihr, es ist mal wieder Zeit für eure Challenge WBS Videos. Ihr fordert mich heraus und ich versuche in 3 Minuten so viele Fragen von euch zu beantworten wie möglich. Die Zeit läuft ab jetzt. Erste Frage lautet: Sind Sie für die Legalisierung von Cannabis oder gegen die Legalisierung? gute Frage. Ich glaube, dass Cannabis nicht viel schlimmer ist als Bier. Insofern könnte man das wahrscheinlich im gegebenen Rahmen auch legalisieren. Kann ein Gericht als Beweis auf gelöschte Forenbeiträge oder YouTube-Kommentare zugreifen und wird sowas praktiziert? Aber natürlich wird das praktiziert, das wird sogar ständig praktiziert, denn wenn wir keine Beweise anderweitig haben, nehmen wir Screenshots und dazu nehmen wir YouTube-Kommentare oder auch YouTube-Videos, dann muss ich halt einen Laptop mit zu Gericht bringen, wird aber auch gemacht. Ist es illegal, eine fremde Nummer, beispielsweise eines Freundes oder eines Promis, öffentlich auf Facebook zu posten? Ja, das ist eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts, denn Telefonnummern sind auch personenbezogene Daten und vor allem, wenn es ein Promi ist, dann sind die Daten ja nahe hin. Würde WBS auch tätowierte oder gepierste Menschen anstellen, wenn sonst alles passt? Naja, wir haben ja mittlerweile über 80 Mitarbeiter und da sind die ein oder anderen auch tätowiert oder gepierst. Also die Frage kann man klar mit Ja beantworten. Schwieriger wird es, wenn Rechtsanwälte irgendwie an optischen Stellen im Gesicht tätowiert sind, gepierst sind. Das kann schon mal bei dem einen oder anderen Mandanten verstörend wirken, aber ansonsten kein Problem damit. Nutzen Sie Apple Music, Spotify oder etwas Ähnliches? Ja, ich habe Apple Music und Spotify im Einsatz. Wobei ich das nur habe, weil ich entscheiden will, was besser ist. Ist Ihr Logo urheberrechtlich geschützt? Ja, denn der Urheberrechtsschutz besteht schon dann, wenn man etwas Kreatives geschaffen hat. Und wenn sozusagen ein kreatives Logo geschaffen wurde, dann ist auch der Urheberrechtsschutz automatisch dazu da. Was ist die Frage zur Antwort? Tomatensalat. Die Frage könnte sein, welchen Salat essen Sie am liebsten? Die richtige Antwort ist Tomatensalat. Passt doch. Warum haben Sie eine Apple Watch? Aha, weil ich ein IT-Nerd bin, alles haben muss. Was das Neueste ist, was da so gibt, muss ich ja testen. Und ich kann meiner Frau dann immer sagen, ich muss es ja testen für die Mandantschaft. Und die erlaubt mir dann, dass ich die neuesten Sachen mir da immer kaufe. Wann gilt eine Bearbeitung nicht als Urheberrechtsverletzung? Naja, das Wort Bearbeitung ist ja gerade schon im Urheberrecht geregelt. Wenn der Urheber es erlaubt, dass ein Werk bearbeitet werden kann, dann ist das in Ordnung. Und wenn ein komplett neues Werk entsteht, ist auch in Ordnung. Ansonsten sind Bearbeitungen nur mit Genehmigung möglich. Welcher Professor in welchem Fach hat Sie während Ihrer Studienzeit am meisten geprägt? Kann ich ziemlich klar sagen. Ich hatte eine kurze Zeit in Harvard, an der Harvard Law School in Amerika. Da gab es einen Professor, der heißt Lawrence Lessig und der hat mich am meisten fasziniert, weil er alles so ein bisschen anders gemacht hat, aber auch ein großer Vordenker im Internetrecht ist und danach hatte ich mich dann entschieden, okay, jetzt ist es ganz klar, du willst IT-Anwalt werden. Und das bin ich geworden. Jetzt sitze ich hier vor euch und muss mit der kläglichen Ausbeute von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 beantworteten Fragen zurechtkommen. Damit kann ich aber ganz zufrieden sein, denn das ist ein Standard von mir, dass ich genau in 3 Minuten 10 Fragen schaffe. Ich glaube, ich habe mal 13 geschafft. Das wisst ihr am besten. Aber naja, nächste Woche ist noch eine Challenge. Und wenn ihr noch mich herausfordern wollt, dann postet doch einfach unter Hashtag ChallengeWBS eure Challenge-Fragen irgendwo in die sozialen Netzwerke. Wir finden die, drucken die aus und die kommen hier in den Korb. Und irgendwann ist ganz sicher auch eure Frage dabei. Und falls euch das gefallen hat, abonniert den Kanal. Das ist ganz wichtig. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.